Was bedeutet das Grundgesetz? Das fünfte Grundgesetz, Marken beweisen statt zu behaupten, kommt eigentlich aus einer völlig natürlichen Erfahrung heraus, weil wir wissen, Marken sind die Vertrauensanker unserer Zeit. Aber die Frage ist, wie entsteht eigentlich Vertrauen? Und wenn man sich mal überlegt, wie Dinge entstehen, denen man vertraut, dann ist es eigentlich eine ganz einfache Folge von Erfahrungen. Kannst du das Grundgesetz anhand eines Beispiels erklären? Ein schönes Beispiel ist das Zugfahren. Ja, du gehst das erste Mal an den Bahnsteig und schaust, wann der Zug kommt, stellst dich darauf ein, gehst auf den richtigen Bahnsteig. Wenn du Glück hast, kommt er. Und wenn du am nächsten Tag da wieder hingehst und er wieder um die gleiche Zeit pünktlich kommt, vielleicht auch pünktlich ankommt, dann ist es so eine ständige Wiederholung. Und Tag für Tag, wenn das Gleiche passiert, dann wird es zu einer Vertrautheit. Du kennst vielleicht schon den Zugführer oder den Zugbegleiter. Du kennst vielleicht schon ein paar Menschen, die da mitfahren. Und das heißt also, dass Marke sehr viel damit zu tun hat, sich dadurch bildet, dass diese ständige Wiederholung in den Erfahrungen stattfindet. Es ist Leistung letztendlich dieser Marke. Und Werbebotschaften können sowas maximal verstärken, aber nie erzielen. Das Problem ist nämlich, wenn mir eine Werbebotschaft etwas verspricht und die Marke es nicht hält, dann haben wir ein Problem, weil dann entsteht eben dieses Vertrauen nicht, sondern dann entsteht eher Misstrauen. Das heißt, Marken sollten immer eher beweisen als behaupten. Gilt das Grundgesetz auch nach 20 Jahren noch? Das Grundgesetz wird auch noch in 20 Jahren seine Gültigkeit haben. Warum? Weil die Entwicklung von Vertrauen etwas ist, das man nicht ändern kann. Ja? Es entsteht aus der ständigen Wiederholung, es entsteht aus der dadurch gewonnenen Vertrautheit und dem daraus gewonnenen Vertrauen. Diese Kette wird sich nie umdrehen, also wird auch letztendlich dieses Gesetz sich nicht umdrehen. Es wird deshalb ist es eben auch ein Grundgesetz, weil Marken immer aus ihrer Leistung heraus für diese selbstständige Erfahrung, für diese Vertrautheit und dann für dieses Vertrauen sorgen wird. Dabei wird es bleiben.